Wir sind bei dem Zwischenboss von Akt 1. Okay, jetzt höre ich mal. Halt die Fresse, wenn ich mit den Zuschauern rede! ja, immer noch Pass of Exiles, immer noch angespielt, ja, bloß er. Jo, hallo. War doch hier, glaube ich. Still the Kauri Barbarians advance from the south. Lion Eye is dead. Bist du sicher, dass du den Weg... Ah, hier ist die Sprungspur, oder? Ja. Na, ich bin mir sicher, dass du... Naja. Hier gibt es doch bestimmt noch ganz viele Sachen zu entdecken, wenn man hier abseits der Blutspur geht. Und ob... Naja, war eigentlich mein Ort, du Penner. Nein, ach, das lohnt sich hier nicht so, weil hier keine Mobs kommen, sondern nur ein paar Chests und so. Ja, da haben wir gerade ein Orb rausgekriegt. Egal. Wondersham. Scheiße, kill Brutus. Der war nicht hart, würde ich sagen. You'd not have fallen so easily. Nee, nicht so ganz. Gut, auf den nächsten Schwierigkeitsstufen ist er schon härter. Warum, was für Schwierigkeitsstufen? Wenn du das, wir spielen jetzt auf normal und haben wir die kompletten Akte einmal durch, dann steht uns die Möglichkeit zu, auf die nächste höhere Schwierigkeitsstufe zu gehen, namens Cruel. Und nach Cruel kommt dann, was war denn das? Nach Cruel kommt noch irgendeine, Merciless, genau. Und nach Merciless kommt Nemesis. Okay. Der Chevron. Also wir spielen noch auf der einfachsten Schicht. Prisoner's Gate. Ist normal, wenn wir das Spiel anfangen, würde ich behaupten. Och nö. Die Empfangen habe ich dich. So, erstmal back, oder? Ja klar. Aber es wird noch härter, also auch auf normal. Naja, es war mit das erste, der mein 68er Shield in Zahlen 6-8 Shield durchdrungen hat. Also, er war schon böse, Junge. Ja, man muss auch dazu sagen, du hast jetzt gerade ein paar sehr viele Minions am Start. Ja, tatsächlich hat er sehr schnell, aber auch... meine Zombies geklatscht. Also der war schon ein bisschen fies, der. Gibt's noch was Größeres als Large? Ja, Grand und so. Okay. Mach dir keine Sorgen, das wird noch besser. Ja, ich hab jetzt 3 Large, oder sollte ich die nicht zusammen machen? Kannst du machen. Du siehst doch eh vorher, ob ein nächster kommt oder nicht. Na ah, gut, das stimmt wohl. Ich wollte dich gar nicht anquatschen, ich wollte zu meiner Bank gehen. Weg damit, weg damit, weg damit. Brauchst du ein paar Squads of Wisdom? Ich habe ein paar übrig. Ja, ich habe gerade gar keine mehr. Gar keine mehr? Na, ja. Ich habe 42, warte mal. Gib dir mal den, müsste erstmal okay sein. Sollte. Wie kann ich denn welche umtauschen? Was umtauschen? Naja, ich habe doch ein paar Mal die Items nicht umsonst. Ich kann doch bestimmt noch irgendwie Scroll wissen. Ja. Wenn du Transmutation Orbs nimmst oder Alteration Orbs, dann müsste es auch ein paar geben. Aber ich kann dir erstmal ein paar trainen. Kannst du machen. Hast du recht mit. Wenn du mal nicht busy bist. Digga, ich bin so, immer busy. Jetzt nerv ich dich. Ja, ist ja gut. Hier, nimm die jetzt. Die Firma dankt. Kein Problem. Ach, hör auf. See you soon. Ich hab. Was mach ich denn jetzt mit dem Silbercoin? Let me tell you.
Ich habe eine Prophecy gekriegt. So corrupt to plow a field, you need a tool to harvest grain. You need a tool to spread corruption, you need a tool. You will slay a powerful enemy in a Vaal side area and it will drop a Vaal orb. Vaal. Ja, das dauert noch ein bisschen, bis das was wird. Vaal ist der Endboss von Akt 2. Ah, gut. Das ist eine geile Prophecy, als ob ich das nicht selbst gewusst hätte. Just saying. No, irgendwas. Just saying. Mal gucken, ob hier schon ein besseres Item. Hallo. Aber nicht so aus. Ich finde das mit dem Flask echt gut gemacht. Das ist echt eine gute Überlegung. Warum sind da nicht eher Spiele drauf gekommen? Boah, das kann ich dir so auch. Alter, wie viel neue Skills ich habe. Erstmal gucken. Flame Dash soll ich holen, wa? Ja, ist nur zu empfehlen. Ich habe nur keine. Doch, ich habe noch einen blauen. Hast du Glück gehabt. Und was ist mit Lightning Warp? Kannst du, das ist das Äquivalent zu Flame Dash. Gut, dass ich jetzt drin habe, warum so. Die ist besser. Sag mal, hast du mir nicht. Ja. Jetzt ist die Frage, du hast mir ja einen Skeleton gegeben, deiner ist aber ab Level 25. Ich könnte mir einen kaufen ab Level 10. Lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Soll ich warten? Das kannst du schon machen eigentlich. Wenn du es übrig hast. Ja, ist ein Orb of Transportation, wa? Ich habe zurzeit zwei. Ne, ist ein Augmentation sogar, ich habe zwei. Ne, ist ein Transportation, ich habe drei. So, meine Fresse, jetzt habe ich es aber auch. Ja gut, dann Skeletons und Jimmy ist vollends fertig. Minions! Ich sagte warte, Minions! Ah, hier ist Niebsle. Das will ich auf. Nämlich auch gerade mal nach Skills, die mir was bringen könnten. Aber wenn, dann würde ich mir nur ein Totem holen, was ich hier nicht drin habe. Den wollte ich mir bitte. Den wollte ich mir holen. Aber den brauche ich jetzt auch nicht mehr bei den ganzen Minions. Na gut. Mein Charakter sieht zwar voll bescheuert aus mit dieser komischen Tüte über dem Kopf, aber. Ich sag nix, ich bin ein Verstehen. Ja, schäm dich auch, wenn du was sagst. Eigentlich wäre das was für dich, erhöht das Energieschild extrem. Achso, siehst du, guck mal bitte, was du unter C und Defense für Resistenzen hast. Müssen mal langsam ein bisschen die höher kriegen. Also die sollten jetzt schon bei 20% ungefähr alle sein, Minimum. 7, 33, 11. Und ich kriege eh keinen Schaden. Who cares? Du, es kommen nicht nur Melee-Attacker, ne? Es kommen irgendwann auch Range. I don't die. Und ja, so bin ich. So, ne? Ach, nee. So arrogant, wollte ich sagen. Ja, Rage Attacker, was bringt denn Rage Attacker gegen mich, bitte? Ja, die machen AOE Damage, Bosse. Treffen dich dann irgendwann auch. Ah, what now? Wenn mich was treffen würde. The Warden's finally. Clarity Summon Skeleton. Warum habe ich mir eine Skill gerade gekauft? Na gut. Lightning Warp, Flame Dash. Was ist denn Wither? Na, hole ich mir noch Lightning. Er hat zu viele Blaue. Könnte sogar sein, dass Brutus den ersten Akt abgeschlossen hat jetzt. Aber normalerweise ist der nur ein Zwischenboss noch.
Vielleicht haben sie das jetzt auch geändert, ich weiß es nicht. Normalerweise musst du noch mehrweil killen, die Sirene. Gut, dass ich mit Leuten zusammen spiele, die Ahnung haben. Ich Willst du muss mich einfach jetzt nur holen? The Way Forward Travel to Prisoner's Gate. Ja, das habe ich auch. Naja, dann ab dafür. Ab nach Prisoners Gate. Warum fragst du eigentlich immer Ach Sachen, ja, die du. jetzt kommt das ja. Warum fragst du dir nicht immer Sachen, die du dir selbst beantworten kannst? So, einfach nur den Weg auf jeden Fall folgen und hier ein bisschen Vorsicht vor den Ach komm, Wölfen, Digga, die. vorsichtig bitte nicht. So, und ich kann jetzt das hier. Bäm! Übelst weg. Digga, ich kann Waffen verzaubern, ja? Hab so viel Minions, wo? Oh, sweet, was mein Skill gekommen. Ich glaube, der Einzige, der von uns beiden aufpassen muss, bist du. Bald nicht mehr, mein Freund. Na, bald. Aber tatsächlich halten die Skeletons gar nicht mehr so viel aus. So, jetzt geht's hier ab. Das kriegen wir jetzt nicht auf. Super. Und noch eine Waffe, die noch. Hey! Geht auf. Hier bei dem Charakter momentan so ein bisschen die Mana-Regeln auf den Sack. Die nicht vorhanden ist. So schlimm. Ja, weil der schon ein bisschen viel Mana saugt zwischendurch. Also vor allem dieser Sprung, den ich da mache. Ja, muss sich ändern, ne? Und mit dem Sprung, und das müsstest du auch können mit deinem Flame Dash, kannst du halt das hier machen. Jetzt bin ich zum Beispiel oben und dann sag ja. Das ist halt auch so ein großer Vorteil davon. Ja, ich hab zwei, Digga. Hast du diesen Ja, Lightning ich habe mir Warp? Flame Dash gekauft und dann habe ich mir per Quest, weil ich natürlich wieder vorwitzig war, habe ich mir dann den Dings geholt. Was hast du jetzt gedroppt gekriegt? Warte. Irgendwelche Orbs und noch irgendwas. Ach so. Aber nichts Besonderes, glaube ich. Boah, die Zombies haben aber eine Haltwertzeit, ey, von Kais Furz. Na, oh, das stimmt, die stinken schlimmer, Wer die Zombies? wa? Du, enough said, ne? Wie alles brennt. I like. I like that shit. Also ist wieder ein Breach. Ich glaube, ich werde die Animate Weapon erstmal raushauen. Obwohl ich kann sie mitleveln, ja. Aber als Skill ist das schon ein bisschen anstrengend, immer zu gucken, wo sind Ups, den muss Waffen. ich noch gar nicht aktivieren. Hier sind die Hands. Hab hier ein paar Goldene am Sack. Okay, ich helfe dir mal. Wuhu, meine Summe natürlich. Alter, hier liegt so viel Scheiße rum. Manchmal kommt diese Ansicht hier vom Filter gar nicht hinterher, wa? Wenn zu viele Items rumliegen. Ne, aber so null. Ich sag ja, so ganz mag ich den Filter nicht. Ich werde mir mal einen anderen angucken. Weil ich habe doch goldene Items, das waren alles Orbs, ne?
So, ich brauche erstmal wieder Zombies. Ach nee, doch kann ich. Ich würde gerade sagen, geht ja nicht, weil hier keine Leichen mehr liegen, aber. Warte mal eben bitte. Hätte hier vielleicht ein Oberteil für dich. Ist ein bisschen schlecht gerade. Gucke ich mir. Warte. Du hast ja deine Makas. Ja, das war richtig. So, und jetzt kann ich mein immer geile Axt hier reinmachen, meine legendäre. Yeeha. Was mir denn jetzt da gegeben? Boah, ich glaube, ich brauche die Strange auf meinem jetzigen Maximum Mana, Maximum Energieschild. Mal. Boah, müsste ich mal gucken. Doch reicht. Jetzt habe ich nur einen Skill nicht mehr, aber den benutze ich eh schon lange nicht mehr. Hinterlässt du eigentlich das Feuer? Nee, das machen die blöden Wölfe, Hunde, was auch immer die darstellen sollen, wenn die sterben. Ja. Spielt er nicht auf Energieschild? Nö, momentan nicht so sehr. Naja, Mehr willst auf du auf drei. Energie-Sheet spielen? Bisschen. Ja, ich meine vom passiven Baum, nicht von dem, was die Items hier Ja. geben. Sirens appear to be dining Und well. klar, weil du das meinst. Oh, Prisoners Gate. Ach, Prisoners Gate, hier diese komischen. Are you ready? Ja, kann losgehen. Vergesst nicht die Hände zu machen, ne, wenn man siehst. Ich sehe keine Hände mehr. Ich habe eins offen gemacht, das war's oder was? Nein, Grayskull hat's überlebt. Joa, Items. Alter, way too much. Aber auch nicht so wunderlich toll ist dabei. Oh, eine large Mana Flask gedruckt gekriegt. Da könnte ich jetzt Animate Weapon machen, Alter. Ach, hier ist Captain Fairgraves. Den einmal anquatschen. Frank. Und jetzt müssen wir die Allflame finden. Die ist in so einem Schiff hier in der Gegend. Da geht's rein. Mal finden die Scheiße. Irgendwo hier in der Nähe sein. Irgendwo hier in der Nähe. Und damit sage ich bis zum nächsten. Oh, Waypoint noch. Damit Waypoint. sage ich bis zum nächsten Mal. Bis dahin und bleibt. Und schaut auch weiter angespielt Diablos R. Bis dahin, Wirre sind cool.